Captains Logbuch. Ein neuer Auftrag von Bosotar erwartet mich irgendwo in dem System profitabler Handel, in dem auch unsere neue Station ist. Soll ein Schiff sein, was die Sensoren der Station stören. Das soll ich finden und eliminieren. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Zuletzt habe ich verschiedene Satelliten bei Sprungtoren ausgesetzt. Autopilot und eingeschaltet. Ein neues System gefunden. Nubileus Glück. Sehr, sehr viele Ressourcen warten dort auf mich und ich bin sehr gespannt. Autopilot ausgeschaltet. Ich bin sehr gespannt, ob wir dort unsere Flotte zum Einsatz bringen können. Jetzt aber werde ich mich erstmal um den neuen Auftrag von Bosotar kümmern. Ende des Logbucheintrages. Und damit herzlich willkommen zurück bei X4 Foundations. Tom Snu, der junge Aufsteiger, der probiert, das Weltall zu erobern. So, und da sind wir auch schon offensichtlich. Okinawa, Forschung. So, haben wir gefunden. Was machen wir jetzt? Können wir den rufen? Einen Moment, bitte. Grüße. Ich bin Dr. Rick Feynman, leitender Wissenschaftler der Oberth und verantwortlich für das Projekt Genesis. Unser Forschungsschiff beobachtet derzeit Anomalien und gravitative Scherkräfte in dieser Region. Oh, das ist nur ein Teil unserer gravitativen Studien. Im Moment ist es nur eine Masse von Daten von unseren Sensoren, aber wir werden unsere Forschung veröffentlichen, sobald sie abgeschlossen ist. Sonst noch was? Derzeit fehlen uns Antimateriezellen, um unsere Beobachtungen zu vervollständigen. Wenn Sie eine Lieferung an dieses Schiff organisieren können, würde das unseren Zeitplan erheblich voranbringen. Mhm. Sie untersuchen anscheinend die gleiche Anomalie, die die Station hierher gebracht hat. Der größte Teil der gravitativen Ladung verteilte sich während dieses Ereignisses. Aber Sie brachten einiges an Gerät mit, um die Spuren zu untersuchen. Wir hoffen, dass dies Ihre Neugier befriedigt und zu Ihrer Abreise führt. Ja, das hoffen wir. Also, liefere 10 Antimaterie-Einheiten an Obert. Das werden wir probieren. Ich bin gespannt, wo wir die denn herkriegen, diese Antimaterie-Einheiten. Ja, müssen wir mal reingucken. Da müssen wir uns erstmal wieder finden hier. Wo sind wir denn? Profitabler Handel, hieß es. Irgendwo bei unserer Station dürften wir sein. Gibt es bestimmt auch wieder eine Taste, wo wir einfach sagen können, konzentriere dich auf mein Schiff. Da haben wir noch Konstruktionsschiff, das ist gut. Hier wird hoffentlich bald konstruiert. Ach da, da ist es. Nee, das ist ein Konstruktionsschiff. Ja, okay. Wo sind wir denn? Irgendwo hier vorne müssen wir doch sein. Studien, Belohnung, Dr. Rick, einfach. Ja, okay. Dann würde ich sagen, suchen wir uns jetzt irgendwo eine Station, wo wir davon ausgehen würden, dass wir diese... Was war es, was wir suchen sollen? Antimateriezellen letztendlich liefern. Ich gucke nochmal bei uns ins Inventar. Da müssten wir ja eigentlich auch schon ein bisschen was sehen. Vielleicht haben wir ja sowas schon. Nee, haben wir nicht. Antimateriezellen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es hier bestimmt da irgendwo so eine Fabrik gibt, die genau das macht. Medikamenten, Nanotronikfabrik, Eisraffinerie, Smart Chips Fabrik, Teladiumgießerei. So, da schalten wir kurz aus. Siliziumraffinerie, Medikamentenfabrik. Fahrt zum Profit, was haben wir hier?
Hightech-Fabrik. Vielleicht gibt es das da. Na und schon wäre es wieder ganz gut. Logische Übersicht. Ah ja. Ich habe immer logistische Übersicht gesehen, gelesen, aber das ist natürlich Quatsch. Logische Übersicht heißt es. Quantum, Hightech-Fabrik, Nanotronik-Fabrik. Und wir brauchen, was hat er gesagt? Antimateriezellen. Wo kriegen wir die denn her? Antimateriezellen. Ja, ich würde es einfach mal bei dieser Hightech-Fabrik hier vorne versuchen. Oder haben wir die hier auch noch? Plasmaleiterfertigung, Nanotronikfabrik. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Und finden da etwas. Handelsangebote, gucken wir mal. Nee. Der hat das nicht. Oh, mein Feststofflager ist auch voll. Hightech-Fabrik, gucken wir da mal rein. Mikrochips. Ah ja, die brauchen Wasser. Siliziumscheiben. Ja, ist immer spannend. Immer spannend. Honigfresser. Ja, wir sind ja jetzt nicht der Honigfresser, ne? Sondern wir wollen ja hier von uns aus reden. Plasmaleiterfertigung. Nee. Aber vielleicht bei einer der anderen Stationen. Hier, Verteidigungsstationen, die werden das wahrscheinlich nicht haben. Nee, habe ich mir gedacht. Siliziumraffinerie wird das auch nicht haben. Was haben wir hier? Hier oben war doch noch irgendwo eine dicke, fette Verbindung. Rick, hätte ich fast gesagt. Eine dicke, fette Station. Raumdock. Teladi. Handels. Da. Antimaterie Wandler. Das ist aber noch nicht das, was wir haben wollen. Elektronikkomponenten. Hm. Antimateriezellen. Da. Hader 0. Wieso den Honigfresser? Ich will nicht den Honigfresser. Wo ist denn hier mein... So. Der hier könnte es sein. So, gucken wir mal. So. Nanotronik. Antimateriezellen. Hat der aber nicht. Oder doch, 300 hat er. Wie viel brauchen wir? 10 Stück. Ja, müssen wir wahrscheinlich hin. Kaufangebot, ne, 300. Verkaufsangebot 0. Hat er also auch nicht. Nanotronik Höhlenteilfabrik, da gucken wir auch nochmal ganz kurz rein. Ne. Wermutstropfen, was auch immer das ist. Schiffswerft. Handelsangebote. Ja, ist nicht ganz so einfach. Also, das müssen wir jetzt finden. Die Antimaterie. Missionsmanager, ne? Antimaterie, wie heißen die Dinger? Zellen. So, gucken wir mal. Antriebsteile, ne, hat er auch nicht. Also, dann gucken wir mal weiter. Irgendwo werden die ja wohl sein. Teladi Handelsstation. Oder kann man das jetzt auch irgendwo hier eingeben und suchen? Da. Antimaterie. Aha, aha. Hier gehen zumindest Fragezeichen auf. Da vielleicht. Da. Antimaterie-Zellfertigung. Die könnten sowas im Zweifel besitzen. Da fliegen wir mal hin. Antimaterie-Zellen. Hat er. Okay. Haben sogar beide. 113 und hier 112,94. Ja, dann nehmen wir noch die billigeren. So, Leitsystem. Aktivieren. Autopilot eingeschaltet.
Ja, machen wir. Ist doch eine nette kleine Mission. Und jetzt dauert es natürlich wieder ein bisschen, ne? Wir sind bei 2900, 3000 Metern pro Sekunde. Das ist natürlich schon mal ganz nice. Ja, und wer weiß, vielleicht hilft's ja. Vielleicht sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, an der Stelle, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne, natürlich könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Vielleicht wäre es ja auch einfacher gegangen, jetzt diese Antimateriezellen zu finden. Bin auch immer gerne über Shortcuts, in Anführungszeichen, also nicht inhaltlich, sondern auf der Tastatur dankbar. Freue ich mich drüber, wenn der ein oder andere doch mal seine Kniffe, Trips, Ticks und Trips hier da lässt. Ja, komm, Junge, das hätten wir doch noch geschafft. Ausgeschaltet. Aber der Vorteil ist, dann können wir hier vorne auch gleich nochmal einen Satelliten auswerfen. Und im Grunde genommen musst du dieses gesamte Netzwerk hier mit Satelliten pflastern. Je mehr, desto besser. Hier ist die Frage, haben die auch eine Halbwertszeit, die Satelliten? Also müssen wir die irgendwann reparieren? Gehen die irgendwann kaputt oder bleiben die einfach so, wie sie sind? Wäre auch nochmal spannend. Und good to know, wie es so schön heißt. Erreiche profitabler Handel 3. Ja, es gibt hier so viel zu entdecken, so viel zu erforschen. Theoretisch könnte man jetzt jede Station hier scannen, ne, neue Anomalien finden, neue Aufgaben kriegen. Es bleibt spannend, ne? Es bleibt wirklich spannend. Ja, und die ganzen Feinheiten habe ich ja noch gar nicht rausgefunden hier. Ja, ich könnte die jetzt ja auch anfunken mit meiner Polizeilizenz und kontrollieren. Auch so kann man ja im Zweifel Geld verdienen. Das ist eine riesige Station da hinten. Ich dachte erst gerade, das wäre so ein Sprungtor, aber es ist einfach eine riesige, eine fette Station. Ja, hier haben wir auch noch keine Satelliten. Die werden wir gleich nochmal auswerfen. Auch bei der Station hier, was auch immer das ist. Ein dickes Biest. Verlade die Handelsstation. Aha. Sprungtor. Schwarze Sonne. So, was ist jetzt hier mit der Steuerung? Wollte gerade sagen. Auch irgendwie ist die Eigenposition gerade weg. Also Bergbau, Handel. Ja, wer weiß. Also irgendwas ist jetzt gerade hier mit der Autopilot eingeschaltet. Grafik nicht mehr so, wie es sein sollte. Aber wird schon seinen Grund haben. K
gerade noch so rausgeworfen. So, also da sind wir raus. Hier sind wir angekommen. Da fliegen wir gerade lang. Hier haben wir auch noch keine Satelliten aufgestellt. Oder ich sehe sie gerade einfach nicht, weil ich sehe sie nirgendwo derzeit. Oder ist das, weil die so... Ah, ja, ja, okay. Jetzt aber. Klar. Mein Fehler. Da haben wir eine Ressourcensonde. Das ist interessant und gut. Und hier fliegt ein Agrikulturfrachter, Okinawa. Schön. Zum Glück sind wir schneller unterwegs. Autopilot eingeschaltet. Ja, das schnelles Ein- und Ausschalten, beziehungsweise Aus- und Einschalten, justiert er sich dann auch nochmal so ein bisschen. So, einfach die Sonne rausgedroppt. Da kenne ich ja nichts. Erreiche schwarze Sonne 4. Warum nicht? Ne? Kann man auch so machen. Ah, da hat man sogar noch einen Satelliten hingestellt. Den können wir irgendwann wieder einsammeln. Und da vorne kommen wir zu unserer Station, wo wir hin möchten. Werden dann vor Ort handeln. Mal gucken, ob wir denn da nicht auch noch neue Satelliten kaufen können. Ja, wie macht ihr das, wenn ihr fliegt? Seid ihr auch so ein bisschen hier in der Außenperspektive unterwegs? Guck mal, hier ist auch noch ein Sprungtor darüber. Ja, gut, haben wir auch. Aber das hier haben wir zum Beispiel noch gar nicht erforscht. So viele Sprungtore, die wir noch nicht erforscht haben. Autopilot ausgeschaltet. Antimateriezellenfertigung. Andock-Erlaubnis. Kann man die nicht einfach rufen? Ah ja, da. So. Ich muss wahrscheinlich trotzdem da auf dem Boden der Tatsachen, oder? Nee, nicht der. Hier. Nee, geht sogar so. 10 Stück bestätigen. Ja, würde ich sagen, haben wir jetzt, ne? Und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz. Nee, nicht der Honig. Da. Antimaterienzelle 10. Ja, okay, mehr hat er gar nicht. Na gut, dann ist das so. Dann fliegen wir wieder zurück. Zu unserem eigentlichen Auftrag. Der ja hier irgendwo in der Nähe war, ne? Wo ist dieses Schiff? Was uns auf den Puffer ging. Andere Mission. Kann man das hier einstellen? Hm. Und sag mir nicht, dass es das da auch gegeben hätte. Ja, okay. Wir fliegen erstmal in die Richtung hier. Autopilot eingeschaltet. Und irgendwo hier war dieses Schiff. Das da vielleicht? Hightech-Frachter? Nee. Konstruktionsschiff, der wartet noch drauf, dass er jetzt hier... Ach, guck mal, unser Solarmodul ist fertig, wenn ich das richtig sehe, das erste.
Wo war jetzt dieses Schiff? Ja, wir werden schon wieder finden. So, da kommen wir da raus. Erreiche schwarze Sonne 5. Ja, hier ist tatsächlich noch nicht so viel los, ne? Aber, ja. Also, weder Ressourcen noch sonst irgendwas, was spannend wäre. Nur Verteidigungsstationen, aber wir haben es auch noch nicht komplett gesehen. Weiß auch noch nicht, ne? Ich glaube, unser Schiff ist noch nicht ganz fertig, der neue Scouter, den wir haben, das neue Aufklärungsschiff. Ja, und so ist er auch immer schön. Natürlich sind das einige Minuten, die man hier verbringt. Aber der eine oder andere hat mir in die Kommentare geschrieben, dass er schon über 1000 Spielstunden hat. Also über 1000 Spielstunden, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit. Ne, wenn ein Tag 24 Stunden hat, dann sind über 1000 Spielstunden doch eine ganze Menge. Ach so, das ist hier, wenn da gebaut wird oder was, mit diesen kleinen Anomalien, die hier auftauchen. Erreiche System, profitabler Handel. Da sind wir wieder. Ach, guck, ja, genau. Zwei von denen. Da ist der Superhighway. Oder der Highway, wie auch immer. Doch, Superhighway, so heißt er. Silizium-Raffinerie. War das schon ganz gut. Das ist schon ganz gut. Müssen wir mal gucken. Ich habe mir auch sagen lassen, dass es noch bessere Minenschiffe gibt. Irgendwelche Missionen. Nur weg von hier. Okay. Ja, 32.000. Das lohnt sich schon gar nicht mehr. Also dafür, dass ich als Boss das selber mache. Wäre jetzt spannend, ob ich da auch automatisieren kann. Ne, einen Kapitän einstellen irgendwo, der solche Aufgaben mit übernimmt. Das wäre auch nochmal spannend zu wissen. Bergbau. Ah ja, guck, hier haben wir offensichtlich keine Ressourcensonden aufgestellt. Sollten wir also auch nochmal machen im profitablen Handel. Ja, und Ziel ist es dann, in all diesen Sektoren, wo wir irgendwie was zu sagen haben, auch Handel durchführen zu lassen. Wir sehen das, hier oben sind wir fleißig dran, da fehlt auch noch eine Sonde. Hier sammeln wir Erz und verkaufen das. Erreiche profitabler Handel 1. So, da sind wir wieder in unserem Sektor, wo auch unsere Station ist. Ja, und da gucken wir jetzt mal rein. Also, wir werden sie finden, das andere Schiff. Es sendet ja diese Impulse aus. Also gar kein Problem für uns, dieses Schiff wieder zu finden. Na, irgendwo, wo dieser dicke, fette Impuls hierher kommt. Autopilot ausgeschaltet. Boah, ist er schneller als wir. Es wird schneller, die Impulsfolge. Ja, so ein bisschen wie Star Trek, ne?
von der Erforschung her. Ja, fast 3 Millionen auf dem Konto. Da ist unsere Station da unten. Und irgendwo hier vorne dann dementsprechend das Forschungsschiff. Vielleicht ist es das da. Jo, das ist's. Okinawa, Forschung. Anfunken. Einen Moment. Dr. Feynman, bitte. Grüße. Grüße. Wir warten immer noch auf Antimateriezellen zur Abschließung unserer Beobachtungen. Das machen wir. Es scheint, dass die Terraner oder vielleicht sogar der derzeitige Besetzer der Station alle Lieferungen behindern, um unseren Fortschritt zu blockieren. Falls Sie eine Lieferung organisieren können, tun Sie das bitte. Das wird unseren Zeitplan erheblich voranbringen. Ich hätte da eine Lieferung. Handelsangebote. So. Das richtige Schiff auswählen. So. 10 Stück bestätigen. Ich hoffe, das war jetzt auch das Richtige. Komm, Kanal offen. Einen Moment, bitte. Grüße. Wir warten immer noch auf Antimaterie. Aber ich habe dir doch gerade 10 Stück gegeben. Unsere Beobachtungen. Es scheint, dass die Terraner oder vielleicht sogar der derzeitige Besetzer der Station alle Lieferungen behindern, um unseren Fortschritt zu blockieren. Falls Sie eine Lieferung organisieren können, tun Sie das bitte. Das wird unseren Zeitplan erheblich voranbringen. Oh, das ist nur ein Teil unserer gravitativen Studien. Im Moment ist aber es nur eine Masse von Daten von unseren Sensoren. Aber wir werden unsere Forschung veröffentlichen, sobald sie abgeschlossen ist. Sonst noch was? Ja, mal gucken. Also, ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt. Ich habe den doch gerade erst die Dinger gegeben. Undock-Erlaubnis erteilt. Ja, spannend. Spannend. Das könnt ihr mir mal reinschreiben. Wahrscheinlich habe ich hier einen Fehler gemacht. Aber... erfolgreich angedockt. Nova, Angreifer. Wahrscheinlich... ja. Hallo. Hallo. Wahrscheinlich habe ich hier einen Fehler gemacht gerade. Transporterraum. Mal gucken. Wo geht's hin? Brücke. Ich habe sogar einen Zellentrakt. Wow. Wow, das ist schon sehr modern hier. Da ist er. Grüße. Grüße. Wir warten immer noch auf Antimateriezellen. Ja, aber ich habe sie doch schon unserer Beobachtungen euch gegeben. Es scheint, dass die Terraner oder vielleicht sogar der derzeitige Wahrscheinlich habe ich wieder nicht richtig gelesen. Alle lieben. Liefere 10 Einheiten Antimateriezellen an Obert. Das habe ich doch gemacht. Oder habe ich Antimaterie geholt? Antimateriezellen. Bergbau schalten wir kurz aus. Anderes schalten wir auch aus. Da Antimateriezellen. Da, Wareneinkauf, Warenverkauf. Einkauf, Warenverkauf. Das wäre dann hier. Ja gut, da waren wir gerade. Haben hier Antimateriezellen gekauft.
Ah, unser neues Schiff ist fertig. Die Snoonova One. Ja, holen wir mal, bestätigen. Und theoretisch müsste der jetzt losfliegen von da hinten aus irgendwo. Würde ich zumindest meinen, weil da hinten haben wir das Schiff auch bestellt. Das heißt, es müsste gleich abdocken, dahin fliegen und das dann einsammeln. Denke ich zumindest. Ja, alles gut. Aber wir gucken hier nochmal raus. Der hängt ja hier auch mit seinem Schiff direkt vor unserer Station. Und das ist schon ziemlich nice, wenn ich das so sagen darf. Das ist schon ziemlich nice. Na gut, aber da wir jetzt hier an dieser Stelle nicht weiterkommen, würde ich sagen, belassen wir es dabei für diese Folge. Ich gehe zurück zu meinem Schiff, beobachte jetzt Dockbereich, genau, beobachte jetzt, ob mein neues Schiff dahin fliegt und die abholt, weil dann kann ich nämlich die Zellen liefern lassen und muss dann nicht selber hin und kann dann derweilen andere Sachen machen. So, jetzt wäre es nur nice, wenn ihr mir mein Schiff wiedergeben würdet. Gib mir mein Schiff wieder. Wo ist es denn? Oder habe ich mich woanders geparkt? Ja, also, soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr mir natürlich sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Natürlich gerne einen, wie sagt man, Kommentar. Gerne auch, könnt ihr mir auf Twitter, Instagram und Twitch folgen. Und ja, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.